Der Sachverständigenrat erwartet daher, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,4% schrumpft. Im kommenden Jahr rechnen wir mit steigenden Realeinkommen, und das dürfte dann zu einer Ausweitung des privaten Konsums und zu einer verhaltenen konjunkturellen Erholung führen. Wir erwarten daher, dass im kommenden Jahr das Bruttoinlandsprodukt um 0,7% wachsen wird. Ein anderer Punkt ist Zuwanderung, ist Lieferketten. Die Inflationsrate hat sich seit Jahresbeginn ungefähr halbiert. Im Jahresdurchschnitt erwarten wir jedoch immer noch einen Anstieg der Verbraucherpreise um 6,1%. Bei Energie und Nahrungsmittel nehmen die Preissteigerungen inzwischen deutlich ab. Die Kerninflation aber, das heißt der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie und Nahrungsmittel, dürfte auch im kommenden Jahr noch erhöht bleiben. Direktinvestitionen auf die neue geopolitische. Es muss nach 2031, wenn das gesetzliche Rentenalter auf 67 angestiegen ist, moderat fortgefahren werden mit einer Anhebung der Regelaltersgrenze. Und für die jüngere Generation ist es wichtig, ergänzend fürs Alter vorzusorgen. Wir müssen der jüngeren Generation aber auch den Raum dazu lassen.